So, weiter geht's, Leute. Wir wollten jetzt die Treppe runtergehen und mit dem eben, soeben gefundenen Laborschlüssel schauen, wohin es uns denn führt. Die dicke Beretta in der Hand. 9 mm. Kann der Tyranten noch so dicke Muckis haben? Das ist uns total egal. So, gehen wir mal hier rum. Zombies sind ja alle tot, hoffe ich. Wer ist die Jäger hier auftauchen noch? Ne, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Sie haben den Schlüssel für den Hochspannungsbereich verwendet. Und den brauche ich immer noch. Verrückte Scheiße. Gehen wir mal rein in den Raum, mal gucken, wer uns da erwartet. Ich habe ganz viel Magnum-Schuss. Gib mir auf den Sack. Es gibt richtig Ärger. Hashtag AMK. Ja, ganz klar. Ich höre dich schon. Ich habe ja auch noch genug Messer und sowas. Die kann man ja alle mal benutzen, finde ich, ne? Oder wollte ich gar nicht durch? Ja, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Oh, wer bist du denn? Magnum! Alter! Was ein Viech! Und ich werde schon gewarnt. Wir benutzen das einfach mal. Das wusste ich natürlich nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock, die Pistolenmunition zu verwenden. Da sind ätzende Viecher. Wen haben wir denn hier? Hier ist nichts. Klettern wir mal wieder runter. Ich höre dich. Okay. Also die Kamera ist echt nicht vorteilhaft gewählt, Leute. Das habt ihr nicht gut gemacht. Schrotmunition finde ich super. Die werde ich sofort aufsammeln. Aber sofort. Sonst haben wir hier nichts. Hier ist auch nichts. Hier kann man nochmal hoch. Und hier ist ein zweiter Schacht. Wo auch immer die hinführen, macht das Sinn von der Karte her? Ist ein und derselbe Raum, ne? Oh, zwei Schächte, okay. Oh, noch ein dritter Schacht. Ich raste komplett aus. Diverse chirurgische Instrumente. Ja. Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. So, hier gibt es anscheinend nichts. Die Tür müsste verschlossen sein. Festgerostet und bewegt sich nicht. Ausrufe, Zeichen. So, finde ich ganz gut. Dann ist der nächste Weg ja klar. Nämlich dieser hier. Warte mal. Die leise Ahnung, dass man nur hier lang kann. Hier muss man wieder schieben. Oh, es nervt kein bisschen. Kein bisschen nervt das alles hier. Wo befinden wir uns denn jetzt? Ich bin immer noch in einem Raum, der ist einfach ganz groß. Das Regal ist voller Gegengifte, aha. Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Modus-Kette könnten Sie den Passcode an das System übertragen. Ich habe selbstverständlich eine, denn ich bin ein toller Bub. Zweite Ding ist offen. Bestimmt ein dicker Fahrstuhl ins vierte Untergeschoss. Dann kommt der dicke Endgegner und dann heißt es Ende. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Was das wohl ist. Können wir nichts benutzen? Nein, da brauchen wir nämlich noch den dritten Raum. Okay, was haben wir hier? Batteriepack mitnehmen auf jeden Fall. Ja. Das Regal ist voller Gegengifte. Leichen. Du alte Bodybuilder-Jill. Hier kommst du schon mal durch. Die Tür ist auf. Ach, jetzt komm, würden wir einfach rauskommen. Okay, everything clear. Then we go out again. Wir haben trotzdem noch nicht alle drei Schlösser offen. Jetzt haben wir da noch die gegenüberliegende Tür. Die könnten wir mal versuchen zu öffnen.
Sie haben den Schlüssel? Cool. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Ja, ich freue mich immer, wenn ich was ablegen kann. Wir können uns jetzt nicht heilen. Das heißt, wenn es brenzlig wird, müssen wir einfach raus. 9 Schuss in der Magnum. Aber ich fühle mich jetzt ganz cool, weil wir 6 Brandgeschosse haben und 12 Schrotgeschosse. Was bezahlen wir hier an Tieren? So, was haben wir denn hier? 2 weitere... Oh, guck mal, das ist ein Aufzug, ne? Festgerostet. Ich muss 1000 Mal schauen. Ich gehe erstmal oben gucken. Immer erst die Sackkassen anschauen. Der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen Sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Okay, ist das... hören wir nicht das erste Mal. Ah! Was auch immer der Besitz macht. Ich will erstmal durch die kleine Tür. Ich habe jetzt keine kleine Tür gesehen, aber hier ist sie. Okay. Tritt sie voll die Tür auf. Oh, geil! Erste Hilfe. Farbband. Oh, ja. Und Schrot. Und ja, ich freue mich. Nehmen wir direkt mal das Farbband und speichern. Wisst ihr, was ich hier auch noch rumliegen habe, wo ich voll Bock drauf hätte, es zu Let's Playen, ist dieses Dragon Quest Heroes. Das Problem ist, es ist von Square Enix und die mögen das nicht gerne, wenn man den Inhalt vertreibt. Und bevor ich so eine Lizenz nicht habe oder in irgendeinem tollen Netzwerk bin, bitte nehmt mich alle auf, die Square Enix machen, weil da bin ich der absolute Fan von. Kann ich leider nichts tun, was das angeht. Ich würde auch gerne alle Final Fantasies zocken, das wäre der Wahnsinn. Der Kühlschrank ist nicht eingeschaltet. Einschalten. Etiketten sind verschmutzt, nicht lesbar. Schwer zu sagen, was da drin ist. Schöne Materialien sind überall verstreut. Die Wände sind voller Kratzer. Das hört sich nicht gut an, liebe Jill. Also jetzt nicht alle Final Fantasies, sondern so Teile wie 7, 8, 9. Die wären es gewesen. So, Magnum können wir jetzt auch mal wegpacken, denn wir nehmen jetzt einfach mal die Schrotflinte wieder mit. Das Kampfgewehr. Haben wir noch irgendwie ein paar Schuss? Zufällig? Zufällig? Ja. Immer ganz nah rankommen lassen und wegbumsen. Die Pistole nochmal für Notfall, eine MO-Diskette und ja. Mit diesem Inventar begebe ich mich hinaus. Bum, 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 bum. Ich liebe Safe Rooms. Ne, das hat Resident Evil sehr, sehr gut gemacht, jetzt in alten Teilen vor allen Dingen. Oh, der vierte ist auch gut. Das ist das nächste, was wir zocken werden. Der vierte Teil. So, alles safe. Und da gibt es einen komischen Verkäufer. Wenn du den tötest, dann ist er weg, ne? Kann das sein? War das nicht so? Da kannst du Waffen upgraden und so. Das ist ein super geiles System. Und ich habe keinen Bock. Ich gehe erstmal rückwärts. Ja, ich höre dich. Ja klar, renn weg. Ich krieg dich schon noch. Wo bist du? Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel. Treibstoffkapsel mitnehmen? Ja.
So, das ist der Bereich, wo es reingeht. Ich wollte nur auf der Karte gucken, was die Einbuchtung da zu tun hat. Ich habe keine Angst vor euch. Ihr geht mir einfach nur auf den Sack. So, da ist noch ein Viech. Bist du erledigt? Ja. Jetzt habe ich euch aber, ne? Jetzt habe ich euch aber. Das mit der Pistole zu machen. Ich glaube, du musst die ja gar nicht alle killen, ne? Kannst du auch vorbeirennen. So sind die ganzen Speedruns überhaupt möglich. So. Hier vielleicht die letzte MO-Diskette reinpacken. Dann haben wir das Tor geöffnet. Dann können wir die Treibstoffkapsel füllen. Und dann packen wir die da rein. Und dann... Ihr seid mir zu oft hier vorhanden, Leute. Hätte nochmal eine Magnum mitnehmen sollen. Oh ja, ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer MO-Diskette könnten Sie den Passcode in das System übertragen. Machen wir doch gleich. Alles auf. Sehr gut, ich hätte gerne eine Trophäe. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Ja. Okay, hier gibt es also nichts mehr. So, wo springst du runter, du Arschlochkind? Komm, spring. Hab keine Angst. Glaubst du das selber nicht, dass ich Angst hab? Aus nächster Nähe bist du nämlich kein Problem für mich. Komm jetzt nicht unendlich hier raus, oder? So, was zum Teufel liegt hier denn noch rum? Der Raum ist nicht... Ah, guck mal hier. Batteriepack mitnehmen, ja. Ist der Raum jetzt safe? Ja. Dann wollen wir mal hier weitergehen, ne? Ich drehe mich direkt um, wenn jetzt ein dicker Brocken kommt. Dann drehen wir uns direkt um. Aber wisst ihr was? Ich hole mir, glaube ich, jetzt erstmal die Magnum. Mit den paar Schuss. Bringt ja alles nichts, ne? Ich habe nämlich nur noch 6 und 15 mit der Pistole. Also das muss jetzt echt nicht sein. So. Richtig, richtig. So, ich nehme euch mit, Leute. Ich nehme euch mit. Wie gesagt, sobald Kommentare kommen, Alter, schneidet das ganze Gelaufe bitte zusammen. Dann tue ich das natürlich für euch. Aber das hier sind ja meine ersten Videos. Von daher darf mir das passieren. Hab nur knapp schon 180 zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und ich sag meine ersten Videos, aber ich gebe halt Vollgas. Ist für mich sowas wie ein Portfolio. Und ihr guckt dann vorbei. Wenn es euch gefällt, dann schaltet ihr wieder ein und dann sagt er voll toll. Abonniert und liked und alles. Das würde mich so freuen. Das würde mich so freuen. Dann wird das alles nicht mehr umsonst. Ist die Frage Magnum oder... Granatwerfer ist nicht so stark wie die Magnum, oder? Boah, ist jetzt schwer. Komm, wir haben hier die Magnum. Die nehmen wir mit. Vielleicht kommen wir mit der Schrotflinte aus. Das wäre natürlich super. Ich versuche jetzt vielleicht echt mal so nah wie möglich, sobald die auf dem Boden trifft, chill nicht mehr. Da muss wieder doof zielen. Geht mir auch alles auf den Sack. Naja, und bevor wir zu den geöffneten Schlössern da gehen, gehen wir mal hier weiter zu den Echsenviechern. Echsenviechern, sage ich schon. Zu den Insektenviechern. Und ballern die alle nach der Reihe weg. Alle. Puh. Ja, wird man aber langsam müde da.
Geht ja echt blitzschnell hier. So, was haben wir denn hier jetzt? So ein Kreisding, okay. Ekliger Sound, den ihr da macht. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Macht schon Fun. Muss man sagen. Ich freue mich auf Resident Evil 4. Hab da mega Bock drauf. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten. Systeminitialisierung gescheitert. Anscheinend ist zum Starten eine Art Treibstoff erforderlich. Ja, wissen wir ja genau. Okay. Leider zwei Schuss gebraucht, Mist. Ein Warnetikett, Explosionsgefahr, chemischen Treibstoff nicht schütteln. Ist das dann so, sobald ich mit dem renne oder sowas? Explodiert der? Das wäre sehr schade. Also hier haben wir die Selbstzerstörung und Stromzufuhr für einen Aufzug. So, jetzt hatten wir da ja so einen Treibstoffkanister. Meinen die den Treibstoff damit? Wir probieren es einfach mal aus. So, ganz viele Gegner gekillt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, hier ist alles weg. Aufzug ist halt, wie gesagt, nicht intakt. Da ist verrostet. Und das bedeutet, wir gehen da links durch die Tür oben. Die einzige, wo wir noch durch müssen, sozusagen. Bis auf den Aufzug. Und ganz oben im... Das heißt ganz oben. Im ersten Untergeschoss, meine ich. Da war ja auch noch eine rote Tür. Richtig? Richtig. Einer noch. So, hoffentlich kommt jetzt nichts Dickes. Der ist im vierten Untergeschoss. Wir wissen, dass er nicht hier ist. Die Musik ist super. Ein Trap mit einer Zuntür. Chris! Jill? Chris! You're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Ja, als ob ich das vorhabe, irgendwie. Gut, wie kriegen wir dich denn da raus? Sonst der Flur schon safe. Hier gibt es echt nichts zu tun. Ich habe ja freies Inventar. Ich gehe jetzt erstmal die Flure ab und sammle da einfach alles auf, was ich da finden kann. Damit ich weiß, wo ich alles habe und wo nicht. Denn jetzt gehen einem langsam wieder die Ideen aus. Wie gesagt, oh. Ah, nee, gar nicht. Mit dem Treibstoff. Aufzug und so. War das hier? Das war oben, ne? So, was liegt denn überhaupt hier noch rum? Da, genau, der Medizinkasten. Den nehmen wir nämlich noch mit. Jo, mitnehmen.
Oh, cool, okay. Schon besser. So, den einen Raum haben wir jetzt hier damals nichts mitgehen lassen. Dramatische Musik. Hier ist kein Treibstoff. Da ist der Treibstoff. Kerosin ist das. Okay, dann war da unten doch in dem einen Raum, da war ja auch irgendwas mit nicht schütteln, bla bla bla, aber da war ja nichts drin, oder? So, lass mich das nochmal kurz nachschauen, wo wir den PC drin hatten. In dem kleinen Räumchen, da gab's ja, da war doch irgendwas mit so einer nicht schütteln Ding. So, hier brauchen wir eigentlich gar nichts machen. Edgekappe. Edgekappe. War das nicht hier? Habe ich mich da geirrt? Ein Monitor zum Anzeigen der Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Ein Teil der Leiche liegt auf dem OP-Tisch. War das hier doch nicht? Da die, den einen Röntgenraum, den gucke ich mir jetzt noch kurz an. War da was drin? Und ansonsten hätte ich noch eine Idee, und zwar mal ins erste Untergeschoss zu gehen und zu schauen, ob man da die Tür ist mittlerweile aufkriegt. Aber was zu ist es zu, ne? Und was liegt hier noch rum? Das was wurmt mich gerade. Nix, ne? In den Regalen. Hey, was liegt denn hier rum? Drück mal überall X aus an den Türen. Hier? Ne. Jetzt ist es safe, ne? Ja. Mal sehen, ob ich da einfach nicht aufgepasst habe. Und was vergessen habe, wo sich irgendjemand befindet. So, das war nämlich direkt hier noch so ein kleiner Raum. Das war das der Röntgenraum? Ich glaube ja, ne? Bam! Zieht die voll feste die Tür auf. Entschuldigung, Gesundheit, danke bitte. So, das haben wir gemacht. John Ada, mhm. Nö, hier ist auch nichts. Wo war denn das nochmal? Wo war schon mal auf. War das heute oder war das gestern? Manchmal kann ich das nicht zuordnen, an welchem Tag irgendwas passiert ist. Farbband einfach nur, okay. Ich hätte schon wieder vergessen, dass wir da ein Farbband haben. Ein Röntgenbild ist abgelöst, nicht ganz menschlich. Ah, hier, guck mal.
Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Kapseln einsetzen. Ja. Wird jetzt voll gemacht. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden, wie ich es mir gedacht habe. Verrückt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mit dem Analogstick das machen soll. Ganz vorsichtig, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja, Folge dauert 25 Minuten, Leute. Ich gehe in den nächstgelegenen Sicherheitsraum, werde da speichern und dann wissen wir, ob wir die Treibstoffkapsel da bei dem Selbstzerstörungsmechanismus einzusetzen haben. Oben ist Chris. Den holen wir dann wahrscheinlich damit. Ja, ein Objekt gefunden, der Weg öffnet sich wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.